Aber es ist natürlich trotzdem traurig, wenn man sich jetzt so denkt, naja, jetzt ist es halt zu Ende, weil sonst hatte man immer so das Gefühl, es kommt auf jeden Fall noch ein Film. Aber wir haben ja noch die Kinotour, auf der wir uns gerade befinden, und das ist auch total schön. Wir werden uns ja alle wiedersehen. Also ich glaube, wir arbeiten ja alle weiter in dem Wir sehen uns aber Bereich nicht in der und Konstellation. in Das ist der natürlich schon Konstellation schade. nicht, das stimmt. Doch, irgendwann in Aber 8,5 Jahren schon nochmal. Nein! Nee. Okay, das, ja, Ja, ich weiß nicht, ob die dann. sonst denken die einen, der wäre ja verrückt oder Ja, so. habe ich nämlich auch erst am Anfang gedacht, aber dann Ja. habe ich gemerkt, nee, ich bin vollkommen normal. Wie sehen diese Geister so aus? So wie. Ich hab die ganze, als du zur Tür reingekommen bist, dachte ich schon so, Mist. Noch so einer. Noch wieder so ein Selbstgespräch. Das ist ja albern. Ich bin ja nicht tot oder so. Ja. Na gut, ich habe meistens das Problem, dass ich auch für einen Geist gehalten werde, aber Ja, ich habe das kann mir Problem, vorstellen. dass mich zu viele Leute sehen. Ah. Ja, das ist halt, das Ah, ist du bist meine so ein, ah, Kraft. du bist so ein Geist, also Ja. ein Geltungsbedürfnis. Ja, Ja, okay. genau, das ist schlecht erzogen. Muss ich jetzt an der Stelle meiner Mama sagen, Ja, als ja. Geistermam. Aber wir würden es auch nicht machen, wenn wir nicht so eine Leidenschaft dafür hätten, dass wir auch mal 4 Tage lang tot im Matsch liegen Sagen, dass das nicht unser erster Kuss war, als wir die Kussszene gedreht haben, sondern dass Felix uns dazu gebracht hat, dass wir uns schon ein, zweimal vorher geküsst haben, weil was? In zwei Szenen genau, weil es ja immer diese Momente gibt, wo wir uns beinahe küssen und Felix gesagt hat, macht einfach mal, bis ich aussage. Waren Janis und ich immer so ganz kurz davor und dachten, jetzt sagt er gleich Stopp. Und dann haben wir gedacht, Mist, er sagt nicht Stopp. Wir müssen uns jetzt küssen. Sehr schwierig war auf jeden Fall die Geigenszene im zweiten Teil für mich, weil es natürlich nicht so geklungen hat, wie es im Film klingt, sondern man musste ganz ernst und leidenschaftlich dazu gucken. Und das war für mich sehr schwer, das so ernsthaft durchzuziehen. Ja, und die Augensache. Und halt die Augensache. Hat er blaue Kontaktlinsen, falls irgendwer nicht mitbekommen hat. Und ich hatte irgendwie ziemliche Probleme diesmal mit den Teilen, weil die sind die ganze Zeit mit dem Auge hin und her geflutscht und dann war mal das eine Auge braun und dann wieder blau. Und es hat uns echt viele Nerven gekostet und irgendwie gab es dann auch eine Situation, in der Janis nicht mehr ruhig bleiben konnte und die ganze Zeit gelacht hat und nicht mehr mit mir spielen wollte. Inwiefern identifiziert ihr euch denn selber inzwischen mit der Rolle? Weil ihr seid ja auch ein Stück weit damit groß geworden. Ja, das stimmt schon. Bist du eigentlich wirklich noch gewachsen? Ich glaube Seit nicht. Problemen? Oh Gott, du bist so gemein. Wie fies. Ich glaube, du bist gemein. Janis hat einen Bart bekommen. Habe ich auch schon im ersten Mitschnitt. Ja, das war auch eine tolle Szene. Nach der Prügelei. Das war die Frage. Gewachsen war. Nein. Klassenfahrtcharakter. Achso. Nein. Nicht so viel, leider. Vor allem er. Doch. Kurze Pause. Doch, nein. Sehr viel Spaß. Also wirklich, weil wir natürlich auch zu einer Familie geworden sind und. Wir sagen Begriffe und derjenige, der die Begriffe hört, sagt einfach das erste Wort, was ihm in den Kopf kommt. Genmutation. Charlotte. Habt ihr Ähnlichkeiten mit euren Rollen? Also Janis mit Gwendolyn auf jeden Fall. Und Maria kann auch ein ganz schöner Kotzbock sein. Und?